Ja, meine Lieben, da sind wir wieder bei FIFA Ultimate Team. Ich begrüße euch. Einen schönen guten Abend und wir sind wieder am Start mit unserem Barclay-Team, wo leider unser Fernandinho ja noch eine rote Karte gesperrt ist. Di Maria hat seinen Einsatz noch nicht so ganz so gezeigt und ja, ich würde heute mal einfach in der heutigen Folge sagen, wir spielen mal mit dem Bundesliga-Team, weil wir auch fitnessmäßig da doch langsam irgendwie sehr schlecht werden, bevor sich da jeder jetzt verletzt. Und vor allem müssen wir unseren Lewandowski doch noch ein paar Mal mehr im Einsatz sehen, als wir es bisher getan haben. Weil irgendwie haben wir ein Spiel mit ihm gemacht und naja, wir wollen noch mehr von ihm sehen. Das heißt heute mit der Bundesliga. Falls ihr mich auf Twitter, Facebook oder Instagram verfolgt, lohnt sich immer. Weil ich habe nämlich einen kleinen coolen Spieler gezogen. Kann ich euch auch mal kurz zeigen hier. Dafür muss ich in meinen Club. Ich habe ihn noch nicht. Warte mal, ich könnte ihn ja auch in meinen Squad eben packen. Warte mal. Da können wir ihn ja mal reinpacken. Wir sind ja schon am Bundesliga. Ich hatte nämlich Glück bei einem 100.000er Pack. Ich habe mir gedacht gestern, du wolltest dir unbedingt noch deinen schönen David Silva kaufen. Ja, das hat auch soweit dann halt Bestand gehabt. Und dann habe ich gesehen, oh, 100.000er Packs mit 24 seltenen Karten, die alle Spieler sind. Und da habe ich gedacht, nee, du musst jetzt irgendwie mal ziehen. Du musst es. Und? Was habe ich gezogen? Ja. Eden Hazard. Mensch. Der Gute. Mann. Die geile Pace-Suche. 89 Pace, 82 Schuss, 84 Pass und 91 Dribbeln. Und das Ganze noch bei 64 Physis. Also wie groß ist er? Wieso steht denn das auf Englisch hier? Keine Ahnung, wie viel 5,8 sind. 5 Fuß 8. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Top-Spieler für meine Barclay. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich den da unterbringe. Also vielleicht für euch die Aufgabe in der heutigen Folge in den Kommentaren mal rein zu knüppeln und zu basteln, was man denn mit meiner anderen Mannschaft, also mit dem, was ich zuvor habe, mit mehreren zentralen Mittelfeld, zentral offensiv oder defensiv, je nachdem, könnt ihr ja mal schauen, den unterzubringen mit Aguero. Balotelli vielleicht nicht unbedingt gesetzt, vielleicht kann man da auch was mit einem rechten Flügelspieler machen oder Hazard, so wie hier in der Bundesliga-Mannschaft, als Stürmer setzen, das wäre natürlich auch ultra krass. Also hier richtig krasser Spieler, 4 Sterne Skiller, 4 Sterne auf dem zweiten Fuß, ist schon ziemlich hart. Ist schon ziemlich geil und ist geil. Ist einfach fett. Was ich noch gelesen habe in den Kommentaren, ist, dass ich den Schürrle mal wegmachen soll hier. Aber ich habe hier gerade keinen anderen außer den Draxler. Und da ist mir doch der Schürrle deutlich lieber. Dann werde ich nochmal mitnehmen für den Schürrle, einen anderen Spieler daraus zu suchen, weil irgendwie habt ihr sehr, sehr häufig geschrieben, boah, Schürrle, tu raus die Sau, gib mir bessere. Sollte ich vielleicht mal tun. Weil die anderen Spieler kennen ihn nicht, wenn ihr sagt, boah, Schürrle ist zwar gut, aber boah, der andere, boah, der ist viel besser, der ist viel geiler, der läuft viel besser, schießt viel besser, bietet sich mehr an, ja, dann probieren wir das doch mal aus. Ja, soweit, so gut, also ich versuche noch David Silva EF zu bekommen, irgendwie, und ja, morgen gucke ich nochmal, mal gucken, wie es läuft, mal gucken, wie das mit meinem Klischee läuft, ob ich den noch verkauft kriege. Meinen letzten, weil ich habe mich entschieden, auch meinen letzten Klischee zu verkaufen, weil er einfach für 350 weggeht. Und keine Ahnung, ich habe jetzt nicht wirklich eine Verbesserung gefühlt mit meinem EF-Klischee. Auch wenn das schön aussieht, da hast du Klischee, magst du so sehr, freust dich total über einen EF-Spieler. Aber es muss auch nicht auf Biegen und Brechen, komm raus, ein EF-Spieler sein, weil der ist nicht unbedingt besser. Wie man gemerkt hat, also ich habe nichts gemerkt von EF-Spieler. Also von daher juckt mich das dann auch nicht. Wir spielen gegen eine Barclay-Mannschaft mit Balotelli und Jovetic. Nasri relativ eigenartig hier im Mittelfeld und Jesus Navas auf der linken Seite als rechtes Mittelfeld. Also hier ein bisschen die Chemie durcheinander geworfen. Die Spieler spielen nicht unbedingt da, wo sie hingehören, aber zumindest spielen sie so, dass man sie da vernünftig einsetzen kann, weil Nasri kann man sehr wohl, sehr gut im Mittelfeld einsetzen und Jesus Navas halt auf dem Flügel. Naja,
Nur ein selber wissen. Vielleicht kriegt er ja doch irgendwie mit grünen Verbindungen so hin, dass sie zumindest eine 7er Chemie oder was haben. Und ja, mal gucken. Ja, und dann habe ich die Tage noch mal ein bisschen geguckt, wie das denn aussieht mit Robben und Ribéry und für die Bundesliga-Mannschaft ein bisschen nachzurüsten. Was denn da so meine nächsten Spieler sein werden, die ich mir da holen möchte. Weil es ist ja schön, dass ich dann die Barclay, meine Hauptmannschaft quasi schön aufrüste, aber meine Zweitmannschaft da so ein bisschen vergesse. Das ist schade, das möchte ich auch nicht. Ich möchte die Bundesliga auch ein bisschen mehr pimpen. Weil die mir doch auch sehr am Herzen liegt, weil Bundesliga auch sehr cool ist. Und vor allem auch sehr coole Spieler parat hat nach oben hin noch. So wie Robben und Ribéry, die wir in der letzten Folge mal gesehen haben. Robben kostet eine halbe Million. Nee, Quatsch, Robben kostete eine Million. Und Ribéry kostet eine halbe Million. Ohne Scheiß. Hätte ich nicht gedacht. Sonst war immer Ribéry deutlich teurer. Oh shit. Ich komme da nicht durch. Das ist ja unglaublich. Aber Ribéry sehr günstig geworden im Vergleich zu den letzten Jahren. Oh shit. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Schüle da so defensiv steht. Oh, schön. Dafür jetzt aber gut. Dafür jetzt aber auch wieder nicht so gut hier alles. So, hier, schön. Oh Mann, angeschossen. Shit, zu früh gepasst. Spielt gut, der Junge. Ja, und was dann halt jetzt Robben und Ribéry angeht, das sind dann eher so Spieler noch in weiterer Ferne. Oh, ich wollte ihn eigentlich nur nach oben ablegen. Schade. Von daher, Reus wäre noch so ein Kandidat. Habe ich gesehen. Ist natürlich auch super geil. Ja, das machen wir mit Naldo hier. Jetzt machen wir es. Oh, was? Oh, Mann. Torwart zu früh rausgekommen. Hat mich da noch abgefangen und war so, war abseits oder war faul? Faul am Torwart, glaube ich. Von daher. Oh, schöner Ball von Götze. Schöner Ball. Alter. Ist nur hinterher. Bei den Pacigen. Schon ein paar schnelle Spieler dabei. Aber ist bei mir nicht anders. Oh, was war das denn? Oh! Oh! Mann! Da war erste Chance. Direkt kritisch. War direkt super heiß. Gar nicht lustig. Gar nicht lustig. Und jetzt macht aber Lemo das eiskalt. Und wir versuchen mal hier Lewandowski anzuspielen auf der Außen. Aber ich glaube, der Ball geht weg. Ach, shit, ey. Mann! Können wir direkt mit Lever durchpacen können. Da stand nämlich relativ frei und relativ gut auch. Schade. Ja, das heißt, Marco Reus wäre mal so ein Kandidat zum Nachrüsten. Boah, richtig geiler Ball. Und jetzt noch einen richtig geilen Ball rein. Oh Mann. Lewandowski hier. Im Kopfball noch überhaupt nicht durchgesetzt. Noch nicht viel von gesehen. Oh, abseits. Aber wäre auch daneben gegangen. Mensch. Ja gut, war mit links. Also auch nicht die schönste Schussposition. Bisschen aus dem Tritt gewesen. Der Gute. Oh, die Bälle nach irgendwie was. Nach dem Abstoß oder nach dem Anstoß. Einwurf. Die kriegt er irgendwie nicht so viel. Die Standards kriegt er irgendwie nicht vernünftig unter. Sonst spielt er echt gut. Also die Standards. Ja, verkackt er so ein bisschen. Oh! Ich hätte nicht gedacht, dass der noch dran kommt. Da vor meinem Schmelzer, glaube ich, war es. Schmelzer ist auch nicht der übelste. Götze lässt sich so ein bisschen unterordnen mittlerweile. Das war aber auch mal anders. Götze eigentlich immer sehr gut unterwegs gewesen, offensiv. Jetzt, wo Lewandowski da ist, hat er wahrscheinlich ein bisschen Respekt. Ah, nee, wir haben Lewandowski im Team. Das muss über Lewandowski gehen. Ich darf nicht so mitstürmen. Ja, aber klar, dass er hier so ein bisschen. Und schön Freiraum sucht. Mensch, sehr gut. Sehr gut. Ach ja, und, ey, Leute, frohes Neues noch. Ey, ist ja die erste Folge nach Neujahr. Mensch, ich bin auch halb am Schlafen hier. Weil es quasi zweiter Silvestertag, also heute wieder so.
am Freitag aufgenommen. Meiner zu meinen Eltern fahren. Heute und ja. Also erstmal noch frohes Neues allen, ne? Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Alter, der kackt mir aber auch immer dazwischen, ey. Das ist unglaublich. Ja, mit Balotelli kommst du nicht durch. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert, Leute. Richtig geil. Dieses Jahr heute mit dem... heute. Dieses Jahr mit dem Bram, mit dem Jay zusammen gefeiert. War sehr schön, war sehr schön, war sehr lustig, war sehr lange vor allem, hätte ich nicht gedacht. War ewig da. Ist halb fünf. Ja, es hat sechs. Hat sechs war ich zu Hause, weil in Köln so ultra krass Nebel war und überall war, waren Unfälle und Stau und weiß ich was, ey. Das war echt ätzend. Ja, man, das geht, kannst du echt noch ein bisschen knicken. War nicht so. Irgendwie finde ich mich da gerade noch nicht so ein mit dem. War sehr lustig. Haben auf dem Dach geballert. Fand ich auch sehr cool. Wir haben da wohnen ein bisschen höher in Köln. Das heißt, man konnte auf alles draufschauen, also über ganz Köln gucken. Das war sehr cool, habe ich auch noch nicht gehabt. Bisher hat man so richtig geile Aussicht. Er ballert wie. Ist wirklich wie Silvester in der Großstadt. Er ist nur. Bam, 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 bam. Habe ich versucht, mit einem kleinen Video mal festzuhalten. Auch auf Facebook und anderen Plattformen zu finden, wer mich da abonniert hat. Gerne mal reinschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Und ja. Sieht sehr cool aus, ohne Scheiß. Leider mit dem Handy ein bisschen schwierig, das Ganze aufzunehmen, weil das Handy sowieso nichts checkt, wenn es dunkel ist. Und dann nur bunte Lichter kommen. Das habe ich gesehen, aber zum Glück. Zum Glück ohne Erfolg hier. Da reinkommen wir echt in Note. In Nöte. Oh Mann, und dann läuft der Müll da nicht. Oh, hier ein schöner Schuss von ihm aufs Tor, von mir noch gar nichts Vernünftiges. Ein bisschen schwach. Schwach ins neue Jahr. Ja, richtig schön. Dafür mal jetzt hier mit einem schönen Ball von Lewandowski. Leider nicht hart genug. Leider zu Pillepalle. Oh, oh. Oh Mann, oh, schön. Schön gemacht hier von den beiden. Schöne Teil. Hä, warum geht denn nicht drauf? What the fuck? Eiskalt angenommen. Eiskalt angenommen. So, jetzt mal drauf. Jawoll! Eiskalt abgecheckt. Ich hab jetzt irgendwie gedacht, der kriegt den direkt, aber Naldo stürmt mit. Die geile Nougat-Schnitte. Jawoll! Mann, da muss der Naldo erst mitkommen und das Ganze vorne regeln. Jawoll! Mann! Genial! Geniales Teil, geniales Zusammenspiel hier, Naldo, schön rübergepasst auf Lewandowski, die Abwehr zieht dann komplett weg auf Lewandowski und Götze rennt, so wie er es doch in alter guter Manier immer so tut, einfach durch und macht die Kiste, jawohl, Mann, geil, richtig fett, so ein Tor will ich öfter sehen, so stelle ich mir das vor und jetzt vor allem kein Gegentor. Gesehen, dass du hier den Außen schicken willst und jetzt willst du schön in die Mitte passen. Das hätte aber auch fies ins Auge gehen können. So, jetzt mal Götze ein bisschen. Guck, Alter. Der hält natürlich nicht stand hier gegen so ein Abwehrungeheuer. Der war ja riesig, weil er im Vergleich zu Götze. Alter, nein, Naldo ist verletzt. Oh, zum Glück kommt der. Alter, was hat der denn für Schüsse? Der war ja richtig Pillepalle. Pillepalle. Shit. Ah, mein Naldo hat sich verletzt nach seiner guten Aktion nach vorne. Kann jetzt leider nicht mehr so gut mit ihm rechnen. Ja, genau. Und dann noch so ein, gerade noch so ein Pipi-Schuss, ne? Und jetzt knallt er voll drauf. Ich bin aber. Nee, Santana ist verletzt. Also, sehen ja alle gleich aus, ne? Santana und Naldo sehen gleich aus. Sehen sie leider wirklich ein bisschen. Ich glaube, sie unterscheiden sich nur unter den Schuhen. Na, Santana ist noch ein, hat noch ein bisschen Haare, Naldo noch weniger. Ey, ihr Leute, ey, kommt mal. Ihr hört auf mit so scheiß Fernschüssen, die überhaupt... Egal. Solange das nicht reingeht, ist alles Paletti. Das versucht ein bisschen mit Balotelli zu machen. Aber der steht sich eher selber im Weg.
So, schön. Das ist von Müller. Oh Mann, Müller, den hättest du auch mal machen können. Oh oh, oh oh. Ist aber nicht mit Piszczek schon wieder so ein Flautending. Oh! Jetzt geht er los, jetzt geht er los. Gut, dass der Leno hier am Start ist. Ich habe aber auch super Probleme mit den Abschlagbällen. Was ist denn hier los? Habe ich da sonst nie. Vor allem Probleme hier zu klären und nach vorne zu kommen endlich mal. So, jetzt aber mal mit Gündogan. Oh, verstolpert dann den Ball, obwohl er dran vorbei war. Mist, ey. So, jetzt vielleicht mit Müller mal auf der Seite. Und nix da, ey. Nix da und so viele Verteidiger schon. Oh, und das Mittelfeld passt richtig gut auf bei ihm. Oh, geil, Gündogan. Was war das denn für ein geiler Ball? Oh, was? Da kommt der Götze zu Fall. Wird einfach umgecrashed. Was ein Arsch. Oh, Müller. Mann, Müller ist noch ein bisschen unbeholfen bei mir hier im Sturm. Macht zwar manchmal ganz coole Dinger, aber eher unbeholfen. Shit. Ah, Mann. Schon wieder nicht. Oh, und das war richtig schön auf Jovetic. Oh, und Jovetic bringt einen fies angeschnittenen flachen Ball rein, der zum Glück daneben geht. Den hätte Leno nicht gehalten. Also hier im neuen Jahr ein richtig spannendes Spiel wieder zu sehen. Freut mich, dass das genauso qualitativ hochwertig wie im letzten Jahr weitergeht. Ne, Pizza mit Qualitätsoffensive hört ja nicht auf. So, schön. Und jetzt mit Müller. Hau rein die Kiste, was war das denn? Was war das denn für ein Geil? Ach, der war angeschnibbelt. Super geiler Ball hier. Abgefälscht und voll die Drehung bekommen. Richtig geiler Ball. Richtig geiler Ball. Fliegt über den Torwart und dann dahinter einfach wieder runter. Ja, sein Coleman-Eigentor wurde gewertet. Das ist aber natürlich bitter. Das ist so bitter. Deshalb steht er wahrscheinlich auf Englisch hier. Ich sehe gerade OG. Wahrscheinlich habe ich beim Starten wieder nur einfach gedrückt. Nicht mehr. Oh, lauf da weiter, Lewandowski. Mann, das hast du doch gesehen, dass der... Und du bist da so körperstark. Und du machst das. Du machst das. Ah, shit. Da habe ich zu lange gebraucht. Aber da kommt ein Götze. Ein Götze, der Kleine. Und dann macht er das Tor. Jawohl. Jetzt geht los. Jetzt geht los. Der Gegner ist gebrochen. Aber gut, dass ich da mal nicht so eigennützig draufgegangen bin. Ja, Connection Lost. Super, Leute. Leaving Ultimate Team. Ich krieg die Krise. Was ist denn das? Mein Internet ist da. Ohne Spaß. Ey, jetzt leck mich doch. Oh, Mann. Nein, wir wurden voll abgenudelt. Was ist denn das? Und dann fängt ja schon wieder super an. Jetzt habe ich da einen Loose für reingekriegt. Ja, genial, ey. Dann hast du gerade dein 3:0 geschossen. Oh. Mann, das regt mich schon wieder so auf. So auf. Mann. Scheiß Wichse hier. Und dann direkt im neuen Jahr. Ey, geht schon super los. Ja. Also feuchtfröhlich geht's hier in die nächste Runde. Leute, wir hören einfach auf. Also es war ein schönes 3:0. Ich hoffe, euch hat das Spiel wenigstens gefallen. Weil darauf kommt es an, jetzt ob ich gewonnen habe oder nicht. Das regt mich halt nur persönlich auf. Aber wenn euch dann dafür gefallen hat und die Tore gut waren und ja, euch die Folge gut gefallen hat, dann reicht mir das. Weil das regt mich echt auf. Ohne Scheiß. Das war. Oh, da kannst du nichts für. Ne? Da kannst du nichts für. Keine Ahnung, ob der andere dich dann anpingt und, oder keine Ahnung, was dein Gegner macht oder ob das einfach Pech ist und scheiß EA-Server hier. Mann! Keine Ahnung, mir egal. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge und wünsche euch noch
Einen guten Start ins neue Jahr. Wir sehen uns morgen wieder am Seppic Sunday und mal gucken, was uns da alle so erwartet. Haut rein, euer Sepp. Bis dahin. Tschüss.